Guten Abend, ich bin der Letzte. Ich versuche es schnell zu sein. Wir sind schon über der Zeit. Ich möchte etwas über die Nachhaltigkeit von Dachabdichtungen erzählen. Und Dachabdichtung ist nicht nur die Dichtung, sondern das gesamte Dachsystem. Ich habe mich vergessen vorzustellen. Mein Name ist Wolfgang Pippert und ich bin von der Firma Wolfin Bautechnik in Deutschland, die spezialisiert ist auf die Herstellung von modernen Dachbahnen. Ein Flachdach unterliegt vielen Anforderungen. Das beeinflusst natürlich die Lebensdauer. Die kann sehr kurz sein. Und kurz heißt, es braucht einfach nur eine Beschädigung zu geben, die aus vielen Gründen sein kann. Da kann ein Arbeiter auf einen Nagel treten und schon sein Loch drinne. Da kann ein Vogel rumpicken. Da können so viele Einflüsse sein, sie haben ein Loch. Und ein Loch hat unweigerlich eine Undichtigkeit, sprich Ansammlung von Wasser im Dach zur Folge. Hier die Öffnung eines Daches, klassischer Aufbau Bitumen, eine Styroporisolierung, eine Dampfsperre und man sieht hier im näheren Hinschauen, Wasser steht auf der Dampfsperre. Wasser auf der Dampfsperre hat nicht nur den Einfluss, das Resultat, dass sie eine Undichtigkeit haben, das heißt, dass Wasser irgendwo im Gebäude austritt, sondern Wasser hat zuallererst den Einfluss, dass die Dampfsperre durchnässt wird. Und in dem Moment, wo die Dampfsperre durchnässt ist, kann sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Sie haben hier eine Abhängigkeit des Wärmeleitfähigkeit der Dampfsperre in Relation zum Feuchtegehalt. Man macht so bei 5% Volumen, da macht man den Schnitt, alles was darüber hinaus ist, ist durchnässt. Ich kann diese Undichtigkeit flicken, ich kann sie reparieren, aber rein um den Erhalt, den Energieerhalt zu gewährleisten, müsste ich das Dach abreißen und die Dampfsperre und die Wärmeisolierung erneuern. Macht man normalerweise nicht, man repariert nur, bis es nicht mehr läuft, bis das Wasser nicht mehr an einer Stelle rauskommt. Ich kann aber auch andere Wege gehen, indem ich moderne Dachabdichtungen nehme. Und moderne Dachabdichtungen können solche Fehler nachhaltig selbstständig reparieren. Das heißt, ich repariere, ich flicke meine Undichtigkeit und moderne Dachabdichtungen trocknen die Wärmeisolierung selbstständig aus. Erforderlich hierzu ist eine schwarze Dachhaut, damit ich Wärme bekomme, eine diffusionsoffene Abdichtungsfolie, eine moderne Dachabdichtung und Hitze. Effekttemperatur im Schichtenpaket plus Diffusionsoffenheit der Dachmembran ergibt eine Austrocknung. Lassen Sie mich das im Detail nochmal erklären. Ich habe Oberflächentemperaturen im Laufe des Jahres. Hier ist eine klassische besandete Bitumenbahn und ich komme hier so auf 40, 45 Grad. Nehme ich eine richtig schwarze Bahn, bekomme ich fast 70 Grad im Laufe eines Jahres, normalerweise hier im Sommer. Nehme ich dazu noch eine diffusionsoffene Bahn, und hier finden Sie einige Beispiele. Hier ist der Mühwert dargestellt. Fangen wir hier an bei einer FPO-Bahn. Am ganz schlimmsten sind die PIB-Bahnen, die relativ selten noch eingebaut werden. Die haben einen Mühwert von 260.000. Nehmen wir eine Bitumenbahn, die haben noch immerhin 60.000. Unser Produkt liegt bei 13.000 und ist das diffusionsoffene Produkt auf dem Markt. Ich stelle das jetzt mal als SD-Wert dar. Luft hat einen SD-Wert von 0 Metern, da geht alles durch. Wolfin hat 19 Meter. 19 Meter heißt, ich habe eine Luftschicht auf 19 Meter auf dem Material stehen. Da geht noch eine ganze Menge durch. Eine FPO-Bahn
SD-Wert 210, da geht ganz wenig durch. Und bei einer Bitumenbahn, da geht überhaupt nichts mehr durch. Die geht als Dampfsperre. Man nimmt eine Bitumenbahn heutzutage als Dampfsperre. So, das heißt, diese Kombination, Sonne, Hitze, Effekt ist, die Hitze verdampft das Wasser und der Wasserdampf diffundiert durch diese moderne Bahn. Das heißt, das ist Nachhaltigkeit. Selbst kleine Schäden kann durch modernes Material ausgeglichen werden. Der Effekt, ich habe eine voll funktionsfähige Wärmedämmung. Wir benutzen das auch, um alte Bitumendächer zu sanieren. Mit unserem Material braucht das alte Dach nicht abgerissen zu werden. Es wird einfach punktiert. Wir machen Löcher in die alte Bitumenbahn, legen das Material drauf, eventuell noch eine Zusatzdämmung. Und durch die Sonne bekommen wir eine Austrocknung des bestehenden alten Daches. Das ist Nachhaltigkeit. Ich benutze altes Material, ich reiße nicht ab, ich habe keine Lärmentwicklung, keinen Dreck, ich habe eventuell eine Zusatzdämmung und ein modernes Dachabdichtungssystem, bekomme ich auch alte Dächer auf die Art und Weise ausgetrocknet. Das ist eine Behauptung, die wir haben, wir überprüfen lassen vom Fraunhofer-Institut in Holzkirchen. Die haben verschiedene Dachaufbauten mit verschiedenen Wärmesystemen aufgebaut und über einen Zeitraum von 2 Jahren den Feuchtigkeitsgehalt gemessen. Und das Resultat war, egal wie der Aufbau war, nach 2 Jahren waren alle Dächer, alle Aufbauten ausgetrocknet. Zitat: Aus den Messungen der Materialfeuchte sowie der Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten lässt sich beurteilen, dass in einem Zeitraum von 2 Jahren sämtliche Varianten mit oder ohne Zusatzdämmung in der Lage sind, durchfeuchtete EPS-Dämmschichten austrocknen zu lassen. Unsere Firma stellt primär 3 moderne Dachabdichtungsfolien her. Meine Ausführungen gingen vorwiegend auf unser Top-Produkt, auf Wolfin. Wir haben auch andere Produkte, Tektofin, Cosmofin, die andere Preis- und Qualitätsmärkte bedienen. Das ist auch Nachhaltigkeit. Wir sind seit 50 Jahren auf dem Markt, haben seit 50 Jahren Erfahrungen auf dem Gebiet und wir sind eine der wenigen, die Dächer haben, die seit 50 Jahren ihre Funktion erfüllen. Das Produkt ist dazu mal von der Firma Degussa entwickelt worden und es gibt alte Degussa-Dächer, die sind fast 50 Jahre alt mit dem Material. Wir wollen aber nicht behaupten, dass Dächer im Allgemeinen 50 Jahre bestehen, aber es zeigt, dass es möglich ist. Ein paar Produktmerkmale, diffusionsoffen, UV-beständig, kann frei verlegt werden, bitumenbeständig, chemikalienbeständig, primär gegen Öle, Kerosin, Milchsäure, mikrobenbeständig, wurzelfest. Und was ich hier leider vergessen habe, es kann recycelt werden. Unser Material wird recycelt. Das heißt, es wird entweder zerschreddert und wiederverwendet oder es kann thermisch recycelt werden. Es ist extrem mechanisch belastbar und es hat eine extrem hohe Dehnfähigkeit. Sie brauchen 350%, bevor das Material reißt. Das heißt, einen Meter müssen Sie 3,5 Meter dehnen, bevor es überhaupt kaputt geht. Diffusionsoffen hatte ich schon. Es ist ideal für Gründächer. Das ist ein Dach in Stuttgart. Hier sehen Sie es nackt mit Wolfin und so sieht es hinterher aus. Und auch das ist ein Dach. Hier sehen Sie die Fenster, Kamine. Also Wolfin ist absolut universell einsetzbar und gerade Gründächer sind sehr im Trend. Wir werden davon noch sehr viel mehr sehen.
Und Wolfin ist aufgrund der Beständigkeit auch gegen Humussäure, gegen Rhizome und natürlich die Wurzelfestigkeit ideal für solche Einsatzfälle. Wir beweisen es überall. In Deutschland haben wir sehr viele renommierte Referenzobjekte. Das ist das wohl berühmteste. Wir haben den alten Reichstag und auch den neuen Reichstag, der ist mit Wolfin ausgelegt. Sprich hier, Leute laufen hier auf Wolfin. Und nicht nur Deutschland vertraut auf Material, wir liefern bis nach Sydney. So, ich habe mich sehr kurz gehalten. Wenn da noch Fragen zu sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Herr Pippert, so kurz war, kann ich hier auch Fragen erlauben. Gibt es direkte Fragen? Also das Thema, wenn ich dazu noch etwas sagen darf, das Thema Diffusionsoffenheit gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Meine Vorredner haben das ja schon angedeutet, wenn sie keine Diffusion haben, haben sie schlussendlich eine Schimmelbildung. Über kurz über lang, sie haben Schimmelbildung im Dach, sie haben Schimmelbildung in der Wohnung. Trocknen sie bestehend durch feuchtete Isolierung, ob in der Fassade oder im Dach, nicht wieder aus, bekommen Sie eine Verschiebung des Taupunktes und damit die Kondensation an ganz anderer Stelle, wo Sie sie gar nicht haben wollen. Also im Prinzip das, was ich erzählt habe, trifft nicht nur fürs Dach zu, sondern auch für sicherlich viele andere Kollegen von den Fassadenabdichtungen.